Ja, da war heute im Discord war ein Thema, da ging es um die Nährstoffversorgung im Aquarium. Welche Werte da anzustreben sein sollten. Und dann hat das Thema Redfield-Verhältnis auf den Tisch geworfen. Redfield-Verhältnis. Das wird gerne herangezogen zum Verhältnis der verschiedenen Nährstoffe zueinander. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber, dass dieses Redfield-Verhältnis sich auf die Trockensubstanz von marinen Algen und marinen Cyanobakterien bezieht. Ja. Und zwar gibt dieses Verhältnis, das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff zu Phosphor an. Das war 106 Mol Kohlenstoff zu 16 Mol Stickstoff zu einem Mol Phosphor. Mit dem Kohlenstoff ist natürlich so eine Sache, dass da haben wir nur über die CO2-Zugabe Einfluss drauf, was also dann bedeutet, dass also das Verhältnis Stickstoff zu Phosphor 16 zu 1 bedeuten sollte. Das ist aber, wie gesagt, das bezieht sich ausschließlich auf die Trockenmasse von marinen Algen. Das hat aber nichts damit zu tun, wie die tatsächlichen Verhältnisse im Meer sind. Ja. Also die können völlig anders aussehen. Wobei im Meer sind sie natürlich relativ konstant. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, wie die Verhältnisse da im Meer aussehen könnten. Aber es ist so, dass dieses Verhältnis nicht übertragbar ist auf Süßwasser. Auf Süßwasser schon gar nicht. Ja. Bei Meerwasser funktioniert es. Ja, also da zeigen die aktuellen Riff-Aquarien, zeigen, dass es damit ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, das ist Meerwasser. Ja, das ist auch dann entsprechend mit den Werten aus diesen Meeresalgen entstanden. Ja, das bedeutet, dass also diese Algen halt diese Mengen von den Stoffen brauchen und dass du mehr ins Aquarium dann eigentlich auch nicht reintun musst, um damit die also auch, damit das funktioniert, ja, damit er da keine einzelnen Nährstoffe überdüngt hat. Aber in dem Discord-Beitrag ging es also auch um Kalium. Und Kalium kommt in diesem Redfield-Verhältnis überhaupt nicht vor. Ja. Da ist Kalium überhaupt nicht mit einbezogen. So, und wie gesagt, wenn wir jetzt hingehen und das Ganze noch auf Süßwasser ummünzen, ist es so, dass es ein Süßwasser, ein Süßgewässer mit dieser Zusammensetzung quasi höchstens zufällig mal gibt. Deswegen ist dieses Redfield-Verhältnis für uns, also für Süßwasser-Aquarianer, völlig unsinnig. Ja, das funktioniert einfach nicht. Ja, ich sag mal, wenn wir uns in der Nähe von diesem Verhältnis bewegen, dann können wir wahrscheinlich auch nicht viel falsch machen. Ja, aber uns interessiert im Süßwasser also auch der Kaliumgehalt. Ja, der interessiert im Seewasser eigentlich gar nicht, weil Kalium ist da auch massenhaft drin. Und von daher ist das da nicht im Mangel und wird auch vermutlich nie in Mangel geraten. Ja, also im Süßwasser ist es so, dass die Pflanzen, also unsere Aquarienpflanzen, unsere Wasserpflanzen, dass die Nährstoffe aus dem Wasser aus dem Bodengrund rundherum selektiv entnehmen können. Ja, das heißt, sie nehmen sich genau das, was sie brauchen. Egal wie das Wasser aussieht, egal welche Konzentration dieser Stoffe vorhanden sind. Sei denn, einer wäre im Mangel. Ja. Also wichtig ist einfach dafür zu sorgen, dass also diese Stoffe nicht in den Mangel geraten. Ne? Ja, also ich sag mal, bei den Bildern, die man von Süßgewässern so sieht, gibt es ganz, ganz selten mal welche, die nicht auch reichlich Algen zeigen. Ja, daran sieht man schon alleine, dass also dieses Redfield-Verhältnis in der Natur quasi im Süßwasser weitestgehend nicht vorkommt. Ja. Und auch, wie gesagt, die Pflanzen sind halt in der Lage, ihre Nährstoffe, ihre Spurenelemente aus dem Wasser, aus dem Bodengrund
selektiv zu entnehmen. Also die nehmen das, was sie brauchen, Rest bleibt zurück. Ja. Und deswegen ist dieses Redfield-Verhältnis überhaupt nicht für die Aquaristik, für die Süßwasser-Aquaristik tragbar. Ja, also das brauchen wir nicht, ja, weil das einfach nicht hinkommt. Trotzdem würde ich Nährstoffempfehlungen geben. Ja. Also selbst für stark pflanzenlastige Aquarien würde ich den Stickstoffgehalt, also NO3, als Leitstickstoff irgendwo ansiedeln, so bei 5 bis 10 Milligramm pro Liter. Diese 5 bis 10 Milligramm dürfen also bis zur nächsten Düngung durchaus auch mal Richtung 0 gehen. Ja. Aber nicht lange, sondern vielleicht so ein, maximal 2 Tage, weil die Pflanzen speichern Stickstoff und ziehen dann halt, wenn keins mehr da ist im Wasser, dann gehen die an ihre Reserven. Und das tut denen auch gut, ja. Die sollen ruhig mal an ihre Reserven gehen. Schadet nicht und ja, macht eigentlich stark. Und kann natürlich sein, dass sie dann vielleicht ein klein bisschen langsamer wachsen, aber ja, man muss ja auch nicht übertreiben mit dem Wachstum. Dann Phosphor würde ich im Bereich sehen zwischen 0,1 0,2 Milligramm pro Liter. Mehr nicht. Ja. Und da würde ich sogar so weit gehen zu sagen, wenn das Aquarium nicht frisch eingerichtet ist, also schon länger läuft, dann ist in der Regel im Bodengrund so viel Depotphosphor vorhanden, ja, alleine durch die Bindung von Phosphor an Eisen, ja, das fällt dann aus und ist normalerweise unlöslich, wird aber dann wieder durch reduktive Prozesse im Bodengrund oder durch mithilfe von effektiven Mikroorganismen aufgeschlossen und steht den Pflanzen also wieder zur Verfügung. Das heißt, es darf sowohl Eisen als auch Phosphor in einem etablierten Aquarium durchaus auch eine ganze Zeit mal auf Null runtergehen. Das muss nicht ständig messbar sein. Ja, hin und wieder so zwischendurch natürlich, ne, sonst irgendwann sind die Reserven auch verbraucht. Aber solche Aquarien, wo man diese Werte also auch durchaus mal auf Null kommen lässt, die laufen besonders stabil, ja, und haben natürlich keine Algenprobleme, ne? Und also in der Regel keine Algenprobleme. Das könnte natürlich höchstens sein, dass sich dann eventuell noch ein paar Cyanos bilden oder so, weil einige davon sind in der Lage, Stickstoff zu fixieren. Allerdings, Moment, nein, können nicht, weil die sind phosphatlimitiert. Entschuldigung, alles zurück. Ne? Also Cyanos sind phosphatlimitiert. Das heißt, ist kein Phosphat da, können Cyanos nicht leben. Dann haben wir Kalium. Kalium würde ich auch irgendwo 5 bis 10 Milligramm ansetzen, also auch für stärker bepflanzte Aquarien. Kalium wird noch so gerade eben als Makronährstoff angesehen, aber die Mengen, die von Kalium tatsächlich in der Pflanze decken, also in der Trockenmasse der Pflanzen, der ist so gering, ja, der Verbrauch fällt da kaum ins Gewicht, aber trotzdem sollte Kalium gut messbar sein. Ja, also deswegen 5 bis 10 Milligramm halte ich für da einen praktikablen Wert und den braucht man nicht unterschreiten, den braucht man nicht überschreiten. Ja, der schadet nicht. Ja, und Eisen würde ich irgendwo ansetzen zwischen 0,01 Milligramm pro Liter und 0,2. Da in dem Bereich kann sich Eisen bewegen. Auch wenn es mal höher ist, ist es nicht dramatisch. Ja, wird ja oft behauptet, dass Pinselalgen durch zu viel Eisen kommen, ist völliger Quatsch. Aber irgendwann ist es in die Welt gestreut worden, das Gerücht. Und das hat sich immer weiter verbreitet. Ja, und ihr wisst ja, wie das ist. Ja, also, ich muss es nur oft genug zu hören kriegen und dann glaube ich es. Ja. Ja, das ist halt die. Das sind halt die Mechanismen. Auf jeden Fall auch da, wie gesagt, wie gerade schon beim Phosphor, Eisen darf in einem etablierten Aquarium auch tagelang, wochenlang im nicht messbaren Bereich liegen.
weil es eben im Bodengrund depotmäßig in der Regel ausreichend vorhanden ist. Das ist im Prinzip zum Redfield-Verhältnis zu sagen. Ja, also wie gesagt, das Redfield-Verhältnis ist für die Meerwasser-Aquaristik schon äußerst bedenklich, ja, und in Süßwasser überhaupt nicht anzuwenden. Überhaupt nicht. Überhaupt keine Relevanz.